Friede sei mit dir. Hast du dich schon einmal oder hast schon einen großen Fehler gemacht und dich richtig dafür beschämt? Vor allem, weil du Christ bist? Ich schon, sehr oft und immer wieder. Ich möchte das Richtige sagen, aber dann fehlt mir manchmal die Selbstbeherrschung und ich sage, was ich nicht sagen sollte. Ein anderes Mal fehlt mir die Geduld und ich handle ohne Sanftmutigkeit. Manchmal, wenn ich mich über etwas ärgere, dann handle ich lieblos. Und ich weiß, dass ich in solchen Situationen das Evangelium Christi beschäme. Ich gebe kein gutes Zeugnis, ich leugne das Kreuz und ich lehne das ab, was Jesus für mich ans Kreuz gemacht hat. Ich glaube, es geht uns allen so. Zumindest in der Bibel sehen wir viele Beispiele von Kindern Gottes, die falsch gehandelt haben. Einige machten Fehler und blieben diesem Fehler und andere bereuten es und änderten sich. Und die Bibel zeigt, wie diejenigen, die ihr Fehler bereuten, Vergebung und eine neue Chance von Gott erhielten. Eine dieser Geschichten lesen wir im Psalm 51, schon wieder Psalm 51, ja, Sonntag, Montag, Dienstag. Psalm 51, 6, nach der Sünde mit Bathseba und dem Mord von Urija, wendet sich David an Gott und sagt, gegen dich allein habe ich gesündigt, gegen dich habe ich das Böse getan, was vor deinen Augen ist. Wir lesen keinen Psalm von David, der Bathseba beschuldigt, weil sie die Gartendusche gebraucht hat, anstatt zu Hause schön zu baden. David schreibt auch keinen Psalm, in dem er Urias beschuldigt, weil er nicht schlau genug war, um seine Frau ja, zu schützen. Nein, David bekennt seine Schuld und erkennt, dass das, was er getan hat, böse an Gottes Augen war. Eine ähnliche Geschichte ist die von Jona. Die Bibel sagt, dass es ein ganz großer Sturm gab und alle Seeleute da im Schiff hatten große Angst und jeder schrie zu seinem Gott und Jona, der Gläubige, er schläft. Sie waren alle in dieselbe Situation. Und wessen Schuld war das für den Sturm? Von Jona, von der Gläubige. Aber er sagt nichts und sie werfen das los, und um herauszufinden, wer Schuld hat, und das fällt auf Jona. Und der Einzige, der Sohn des Allerhöchsten ist, der Einzige, der einen wahren Gott dient, der ist schuldig an die ganze Situation. So eine Schande. Aber dann erkennt Jona seinen Fehler und sagt, ich, der den Herrn, den Gott des Himmels, der das Land und das Meer geschaffen hat, verehre, wollte vor ihm fliehen. Und er sagt, wirf mich über Bord. Die Männer wollen es nicht, aber nachdem die Welle und der Sturm so stark wird, haben sie keine andere Chance. Und diese Männer, die diesen Gott nicht kannten, sie beten zu diesem Gott und sagen, Herr, du weißt es, warum die Situation da ist. Wir wollen nicht schuldig sein an dem Tod dieses Mannes, aber du weißt, warum du das zugelassen hast. Und sie erkennen die Macht Gottes, die Macht von Gott, von Jonas Gott in dieser Situation. Jona war ungehorsam gewesen, aber er bereute es und kehrte zu dem Weg des Gehorsams zurück. Und Gott konnte durch die Situation sogar vor anderen bekannt werden. Gott hat David und Jona nicht den Folgen ihrer Sünde befreit. David zahlte einen ganz hohen Preis für seine Sünde, sei es durch seine Frau oder dem Tod seinen Sohn. Jona auch. Jona verbrachte wegen seines Ungehorsams 3 Tage, 3 Nächte im Schoß des Totenreiches, wie er selbst sagt. Aber sie bekannten ihre Fehler und Gott gab ihnen eine andere Chance. Es tut uns sehr leid, wenn wir einen Fehler machen und den Namen Gottes beschämen. Es tut uns leid, wenn vielleicht wir die einzige Christin in der Klasse sind und uns schämen, sich dazu zu bekennen. Es tut uns leid, wenn wir vielleicht die einzige Gläubige in der Firma sind und erwischt werden, indem wir etwas nehmen, was uns nicht gehört. Es tut uns leid, es tut weh, wenn wir vielleicht der einzige Christ in der Familie sind und in einen Streit gehen, eine Kleinigkeit war. Es tut uns leid, es tut uns weh, wenn man schon wieder dem anderen ja, im Verkehr schimpft, weil er vor dem Auto ja, uns gefahren hat. Und der Teufel erwirft uns diese Schuld sehr gerne zu und zeigt uns immer wieder, wie falsch, wie schwach, wie sündig wir sind. Aber noch größere Freude hat Jesus, wenn wir diese Sünde bekennen und er sie ans Kreuz hängen kann.
Er freut sich, diese Last der Sünde, diese Last der Anklage zu nehmen und uns wieder freizusetzen. Das bedeutet nicht, dass wir die Folgen unserer Sünde nicht erleiden werden. Meistens schon, wenn nicht immer. Vielleicht kommt das durch eine beschämende Situation, vielleicht einen Verlust, vielleicht eine längere Zeit in der Wüste, als wir uns vorgestellt, als wir erwartet haben. Aber das Wichtigste ist immer wieder zurück. Zurück auf den richtigen Weg zu kommen. In der Geschichte von Elia zum Beispiel, da sehen wir, wie dieser Prophet von Gott so mächtig gebraucht wird. Ja, er betet und es hört auf zu regnen, 3,5 Jahre. Und dann betet er nochmal und dann spuckt der Himmel Feuer. Und es ist so schön zu sehen, wie mächtig Gott ihn gebraucht. Aber dann kommt eine Königin und macht ihm Angst und er versteckt sich in der Höhle. Und dann kommt Jesus oder Gott zu ihm und sagt, was machst du hier, Elia? Und er stellt sich der Lage eines Opfers dar und Gott sagt ihm nochmal, was machst du da? Komm heraus, komm aus dieser Höhle und geh den Weg zurück, wovon du gekommen bist. Kehre an dem Ort, wo du deine Berufung verlassen hast. Es ist so schön zu sehen, wie Gott nicht diejenigen aufgibt, den er beruft, den er auserwählt hat. Er hat David nach seinem Fehler nicht aufgegeben. Im Gegenteil, er hat uns seine Psalmen hinterlassen. Gott hat Jona nach seinem Ungehorsam nicht aufgegeben. Im Gegenteil, er ließ ihm eine Zeit lang ohne Chance, irgendwo hinzugehen, damit er seine Berufung wieder zurück in Ordnung bringen konnte. Und heute lernen wir von ihm. Wir wissen, wenn Gott mich im Ninive haben will, dann lohnt es sich nicht, nach Tarsis zu fliehen. Gott gab auch Elia nicht auf. Und er ging zu ihm und zeigte, dass es nicht sein Ende war. Elia würde noch einiges mit Gott erleben. Manchmal scheint es, als ob wir Christen immer schlecht auskommen. Wenn wir uns mit den Menschen dieser Welt vergleichen, die so viele Fehler machen, scheint es, dass sie nie eine Folge für ihre Fehler, ja, für ihre Tat erleben. Sie kommen aus allen Schwierigkeiten, sie geraten unbeschadet heraus. Die Wahrheit ist, wir sind nicht wie die Menschen dieser Welt. Wir haben einen Vater, der uns so sehr liebt, der uns immer wieder korrigiert, immer wieder versucht, uns zurück zu dem Weg zu bringen. David wusste, Gott ist mein Hirte und er wird mir, ja, mit seinem Stab mich immer wieder da zurückbringen, zurück zu dem Weg. Auch Jona wusste, mein Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, er kann Platz im Bauch eines Fisches tun, damit ich da reinpasse und mir zurück zu dem Weg bringe. Elia wusste, obwohl ich mich verstecken wollte, fand Gott mich und benutzte mich noch einmal, um eine Stimme eines Prophetes zu sein. Vielleicht spüren die Menschen in dieser Welt nicht das Gewicht von Gottes Hand, das stimmt. Aber sie haben auch nicht diesen lieben Vater, der mit Liebe erzieht, der uns eine zweite Chance gibt, der uns immer wieder reinigt, der unsere Sünde vergibt. Dieses Gefühl, diese Wahrheit kennt die Welt nicht. Das Wichtigste ist, dass wir immer wieder lernen, zurück zu Gott zu kommen, zurück zu der Wahrheit, zurück zu unserem Weg. Es ist Zeitverschwendung, gegen Gott zu kämpfen. Es ist noch mehr Zeitverschwendung, nicht zu gehorchen. Es ist Zeitverschwendung, andere zu beschuldigen, andere zu anklagen. Der Weg wird viel länger. Gott kann nur in uns arbeiten, wenn wir so wie David sagen, Gott sei mir gnädig, wasche mich rein von meiner Schuld. Gegen dich allein habe ich gesündigt und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir ein gehorsames Herz und lass mich wieder fröhlich werden. Und David sagt dann weiter, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz lehnst du nicht ab. Ein anklagendes, ein selbstgerechtes oder ein ungehorsames Herz wird Gott noch viel bearbeiten müssen und formen müssen, damit er dieses Herz so haben kann, wie er es will. Aber sobald wir Buße tun, und das täglich, immer wieder vor dem Kreuz, Gott, ich habe gesündigt, das war meine Schuld, ich habe getan, was vor deinen Augen böse ist, aber bitte dich, lösche meine Schuld ab und aus, und der Herr wird uns wieder zurückbringen. Er gibt uns eine zweite Chance, von ihm gebraucht zu werden. Sonntagvormittags war ich wieder auf Knie vor meinem Bett, bat Gott um Vergebung. Und meine Tochter machte die Tür auf, sah mich an und schloss die Tür wieder zu, ging weg. Und am Nachmittag war ich in mein Zimmer wieder und ich arbeite in diesem Frühgebet.
Und dann kommt sie herein und sie kniet sich neben mein Bett, genauso wie ich im Vormittag gemacht habe. Und dann sagt sie mir, Mami, kommst du mit mir beten? So ist unser Gott. Er gebraucht das, was wir Schwäche nennen, was wir als Verlust sehen, als Schwäche. Und er gebraucht das, um etwas Gutes daraus zu machen. Er braucht nur unser zerbrochenes Herz und unsere Schuld erkennen und sagen, sie gehört mir. Es war meine Schuld. Ich habe gefehlt. Und Gott beginnt dann, die Dinge alle in Ordnung zu bringen. Georg Müller sagte, verlass dein Zimmer in der Früh nicht, bis alles in Ordnung ist zwischen dir und Gott. Sehr oft wollen wir, dass alles gut ist, menschlich hier, dass wir alles verstehen, dass wir jeder sieht, wie gut wir es machen, wie wir sind. Aber wichtig ist, dass unsere Beziehung zu Gott stimmt, dass wir erkennen, wo unsere Schuld ist und das in Ordnung bringen. Das ist das Wichtigste, das Schönste, was wir jeden Tag neu machen können. Amen. Lieber Gott, ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du uns so sehr liebst, dass du uns nicht so zulässt, Herr, wie wir sind. Danke, dass wir immer wieder eine neue Chance bei dir haben. Danke, dass jeden Morgen deine Gnade, deine Barmherzigkeit wieder neu ist, dass wir die Vergebung unserer Sünde wieder haben, dass wir erkennen können, Herr, dass wir dich brauchen, Herr, und dass wir diese Vergebung annehmen. Herr, du kannst uns nicht vergeben, wenn wir immer den anderen beschuldigen, wenn wir sagen, dass die Autorität, dass der Pastor, dass der Gemeinde, dass meine Eltern, dass meine Schule, dass mein Lehrer, dass alle anderen falsch mit mir gehandelt haben, sondern du willst unser Herz. Und nur wenn wir unsere Schuld bekennen, dann kannst du etwas draus machen, Herr. Und ich bete heute, Herr, vergib mir meine Sünde, Herr, wasch mich rein und lass mich auf deine Wege bleiben, Herr. Und auch wenn wir ja vielleicht falsch gehandelt haben und jetzt diese Konsequenzen tragen. Ich bitte dich, Herr, lass nicht zu, Herr, dass wir da rauslaufen, Herr, dass wir da weggehen, Herr. Wir wollen wirklich an diesem Tisch des Töpfers bleiben, Herr. Und auch wenn du uns da drückst, Herr, wenn du uns korrigieren müsst, Herr, wir wollen gehorsam sein. Wir wollen zurück auf dem richtigen Weg, auf die richtige Spur kommen, Herr, da, wo du uns gebrauchen kannst, Herr. Wir danken dir, Herr, für deine Liebe. Danke, dass du uns nicht aufgibst, Herr. Danke, dass immer wieder, Herr, Vergebung und Wiederherstellung in deinem Ort, in deinem Kreuz sind, Herr. Und ich lobe und preise deinen kostbaren Namen. Amen. Amen.